Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zum Thema Zeitmanagement. Und heute möchte ich euch erzählen, wie ich meinen Mama-Alltag in der Elternzeit organisiert habe. Drei ganz wichtige grundlegende Sachen. Und zwar sind das To-Do-Listen, die realistisch sein sollten, Kalender, mehrere Kalender und Absprachen. Fangen wir mal bei den To-Do-Listen an. Und da habe ich euch auch gleich ein tolles DIY, was ich euch zeigen möchte. Das habe ich bei Pinterest gesehen und habe mir das dann hier gebastelt. Und das hängt bei uns im Flur an der großen Pinnwand. Und zwar hat man hier To-Do-Liste für. Hier hat man einen Stapel Post-its kleben. Und da schreibt man halt drin für diese Woche oder für dieses Wochenende oder für diese Ferien oder was auch immer. Und hat dann hier wieder Felder, wo man wiederum Post-its reinkleben kann mit den verschiedenen To-Dos, und dann kann man das halt abnehmen, wenn es erledigt ist. Das fand ich eine richtig süße Idee. Ich halte das nochmal in die Kamera, falls jemand nachmachen möchte. To-Do-Listen sind für mich mega, mega wichtig. Ich brauche das einfach, um dieses Chaos in meinem Kopf zu lichten, alles aufzuschreiben und zu sortieren. Manchmal bin ich auch so konfus, dann weiß ich noch nicht so richtig, wann ich was erledige. Nehme ich mir erstmal ein großes Blatt, schreibe erstmal alles querbeet drauf und dann sortiere ich mir das. To-Do-Listen sollten immer realistisch sein. Also guckt wirklich, was könnt ihr an einem Tag schaffen. Nicht, was muss ich unbedingt schaffen. Müssen ist ja sowieso so ein blödes Wort. Was muss ich unbedingt alles Tolles, Großartiges schaffen? Nee, was ist denn realistisch? Und was muss heute sein? Ihr müsst zum Beispiel heute einkaufen, weil sonst der Kühlschrank leer ist. Oder ihr müsst Windeln holen, weil ihr keine mehr habt oder solche Sachen. Aber guckt wirklich, dass es so dann wirklich angelegt ist, dass da noch genug freie Zeit ist für irgendwas Unvorhergesehenes, für Zeit für euch und natürlich auch Zeit mit den Kindern. Dann sind Absprachen super wichtig, gerade mit dem Partner. Deswegen haben wir zum Beispiel auch mehrere Kalender. Also wir haben halt einen so einen großen Familienplaner, wie man den halt kennt. Der hängt auch bei uns im Flur und da trägt jeder so seine Termine ein. Also da stehen Arzttermine der Kinder. Da steht drin, wenn Manu auf Weiterbildung fährt. Da steht drin, wenn ich mal irgendwelche Termine habe. Die stehen halt da drin. Das mache ich auch für Manu immer so, dass wenn wir Treffen mit Freunden haben und so, das schreibe ich alles da rein, weil Manu guckt dann halt ganz oft da dran und sieht halt, okay, wann hat er noch freie Zeit, wann sind wir schon verplant. Das ist für ihn auch super wichtig, weil der sich sowas nicht merken kann. Überhaupt gar nicht. Also der hängt am Telefon und ist so, ja, Samstag habe ich Zeit. Und ich so, und dann geht er ganz schnell in den Flur und sagt, oh nee, doch, entschuldige, Samstag habe ich leider keine Zeit. Deswegen auch immer gut absprechen. Also wir sprechen uns auch jeden Tag für den nächsten Tag ab. Was steht am nächsten Tag an? Wir stehen über WhatsApp natürlich auch tagsüber in Kontakt, wo ich dann nochmal sage, okay, Manu, heute Nachmittag steht das, das und das an, was wir organisieren müssen, damit er auch weiß, wenn er von der Arbeit kommt, okay, jetzt muss ich das, das und das zum Beispiel noch machen. Und dann habe ich halt noch meinen eigenen kleinen Kalender. Und den habe ich jetzt neu. Der ist von Action. Das ist aber ein Schülerkalender, was ja wurscht ist, weil der jetzt angefangen hat. Weil den Kalender, den ich eigentlich für dieses Jahr hatte, der hat dann plötzlich nicht mehr vom Platz her gereicht. Also man hatte zu wenig Platz für die einzelnen Tage, um sich seine To-Dos aufzuschreiben. Und die sind ja jetzt so ein bisschen mehr geworden, da die Kinder jetzt im Kindergarten sind und ich jetzt viel mehr Zeit für meine Arbeit habe, brauchte ich einfach was, wo ich mehr reinschreiben kann. Und zwar sieht das dann halt so aus, dass man für jeden Tag wirklich so eine Seite hat. Und das reicht jetzt gut für mich aus, um alles unterzubringen. Und wie mache ich das jetzt mit meinen Terminen? Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch gerne mal. Also ich setze mich meistens am Sonntag, Sonntagabend zum Beispiel hin und mache mir halt zum Beispiel erstmal einen großen Zettel mit all den Sachen, die ich erledigt bekommen möchte. Dann schreibe ich in meinen Kalender alle festen Dinge, also alle festen Termine beispielsweise. Die schreibe ich auch wirklich schön blau mit Kugelschreiber, kommen die rein, ne? Irgendwelche Arzttermine oder anderen Termine, die man hat, also feste Punkte, an denen man sich so ein bisschen langhangeln kann. Dann schreibe ich in meinen Kalender so Sachen wie, ich weiß, wann ich in etwa einkaufen muss. Ich schreibe mir auf, also Freitag ist zum Beispiel mein Haushaltstag, wo ich nochmal einkaufen gehe, wo ich putzen gehe. Wo ich putzen gehe? Nee, also wo ich zu Hause putze. Und sowas schreibe ich mir auch alles in meinen Kalender. Und dann kommen diese ganzen To-Dos. Und die schreibe ich mir mit Bleistift in meinen Kalender.
Und zwar, um ganz bewusst da auch noch ein bisschen jonglieren zu können unter der Woche. Weil manchmal habe ich es vielleicht falsch eingeschätzt und schaffe doch ein bisschen was mehr. Dann kann ich schon was vom nehmen wir mal Montag. Gestern bin ich zum Beispiel auch super vorangekommen und konnte schon was von Dienstag übernehmen. Und kann mir dann Dienstag zum Beispiel was dazu schreiben. Oder ich merke, okay, ich habe mich hier zeitlich total verplant. Ich muss da nochmal was wegradieren, nochmal ein bisschen was ändern. Dann kommt vielleicht plötzlich, dass ein Kind krank wird. Und dann muss man das Ganze nochmal umwerfen. Deswegen mache ich das echt gerne mit Bleistift, um das halt rausradieren zu können, dass man da nicht irgendwie durchstreicht und wegstreicht und tralala, dann sieht das auch so unordentlich aus. Also man muss als Mama natürlich auch immer so ein bisschen flexibel sein, was die To-Dos anbelangt. Aber was mir auch ganz wichtig ist und was auch wirklich als Termin in meinen Kalender kommt, sind Auszeiten. Und ich finde das wichtig, dass man sich das wirklich bewusst als Termin setzt, ne? Weil, Entschuldigung, so, einen Arzttermin, den verlegt ihr auch nicht. Da entscheidet ihr auch nicht 5 Minuten vorher, ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Den nehmt ihr wahr. Und genauso solltet ihr auch die Termine für eure Auszeit wahrnehmen. Ihr könnt euch zum Beispiel am Morgen, je nachdem, wie das natürlich bei euch aussieht, ne? In Elternzeit ist es ja immer die Mittags- und die Abendszeit. Nehmen wir einfach mal die, ne? Die Mittags- und die Abendszeit, dass ihr sagt, am Mittag 30 Minuten, in denen ich mich auf die Couch lege und mir zum Beispiel ein tolles YouTube-Video anhöre. Da habe ich so tolle Affirmationen, die euch so ein bisschen positiv beeinflussen. Und da ist es wirklich so, ihr schlaft am Anfang des Videos ein und wacht auf, wenn das wieder zu Ende ist. Also habt dann wirklich eine halbe Stunde halt gelegen und euch ein bisschen ausgeruht. Das zum Beispiel. Also sich wirklich so fest reinschreiben. Oder am Abend sich fest einschreiben, 15 Minuten zu meditieren beispielsweise. Finde ich unglaublich wichtig, sich das fest einzutragen, wenn man halt auch was für sich tun möchte. Also wirklich so Auszeiten, Mittagsschlaf finde ich super wichtig, um Energie zu holen. Wir sind keine Roboter, unsere Energie ist irgendwann auch mal aufgebraucht. Und dann müssen wir schauen, dass wir zu neuer Energie kommen. Und wie machen wir das? Mittagsschlaf ist wirklich eine Variante. Mache ich nicht ganz so oft, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Meditation kann ich hier sehr empfehlen. 10 Minuten, 15 Minuten, um sich neue Energie zu holen. Natürlich auch sowas wie mal schnell 15 Minuten rausgehen, ein bisschen Fahrrad fahren oder so. Je nachdem, wie es sich natürlich anbietet. Oder einfach mal sich einen Kaffee machen, sich raus in die Sonne auf die Terrasse zu setzen und den Kaffee zu trinken, ohne halt nebenbei noch wieder am Handy zu sein oder irgendwie telefonieren oder da noch im Kalender irgendwie Termine hin und her zu schreiben. Wirklich einfach mal da zu sitzen und den Kaffee zu genießen. Also solche Auszeiten finde ich unglaublich wirklich wichtig, sich da auch Zeit für sich zu nehmen. Und macht euch doch auch mal eine Liste. Macht euch doch mal eine Liste, was ihr gern in eurer freien Zeit dann tun möchtet. Also wie, ihr möchtet gerne mal meditieren oder ihr möchtet ein Buch lesen oder vielleicht möchtet ihr gerne malen, ihr möchtet gerne schreiben. Also macht euch wirklich mal eine Liste, was ihr in dieser freien Zeit, die auch wirklich im Kalender als so eine freie Zeit markiert ist, tun möchtet. Weil ich habe das selber in der Vergangenheit so oft erlebt, man hatte plötzlich diese Situation, dass die Kinder plötzlich weg waren. Ne? Also die Oma hatte ganz spontan Zeit und man hatte plötzlich eine Stunde für sich alleine. Und was habe ich gemacht? Geputzt, wirklich. Fenster geputzt oder schnell einkaufen gefahren. Natürlich ist das entspannender ohne Kinder. Aber noch viel entspannender wäre es gewesen, in dieser 1 Stunde ein Buch zu lesen. Oder alleine spazieren zu gehen, alleine ins Café zu gehen, irgendwie sowas. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn die Kinder gerade mal nicht da sind, bitte putzt nicht, um Gottes Willen, bitte tut das nicht oder jedenfalls nicht immer. Babysitter ist natürlich so ein Thema. Ich habe es schon oft gesagt und ihr habt es bestimmt auch schon oft gehört, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das ist wirklich so. Wir brauchen einfach Unterstützung. Aber natürlich ist das nicht immer so einfach, ne? Wir sehen das an uns selbst. Wir sind relativ junge Eltern. Unsere Eltern sind auch noch arbeiten. Also die sind nicht Rentner und schon zu Hause und können uns halt ständig unter die Arme greifen. Die sind halt auch alle arbeiten. Und da ist man gerade dann so tagsüber, nachmittags, ist es halt einfach nicht so einfach. Aber mittlerweile haben wir so auch Freunde um uns geschart, wo wir wissen, da können wir uns drauf verlassen. Die sind halt oft bei uns, die Kinder kennen die. Und wenn halt wirklich mal so kurzfristig irgendwas ist, kann ich anrufen, die kommen vorbei und die kümmern sich dann auch. Also mache ich gerne auch, wenn zum Beispiel ein Kind krank ist. Also
meistens halt Vince zum Beispiel, wenn der krank ist, dass ich dann einen von unseren Freunden für den Nachmittag für 2 Stunden bestelle. Die setzen sich halt vor den Fernseher und gucken einen Film zusammen. Vince ist halt betreut, es ist jemand da. Und ich kann aber mit Svea raus. Weil, ne, die will dann natürlich nicht irgendwie da sitzen und sich einen Film angucken, weil der geht's ja gut. Und da habe ich dann halt diese Flexibilität zum Beispiel. Oder dann halt einfach auch mal zu sagen, okay, wir würden gerne mal wieder zu zweit abends essen gehen. Wir bringen die Kinder abends noch ins Bett und dann setzen sich Freunde von uns hier mit hin vor den Fernseher oder auch mal die Oma. Oder man engagiert wirklich auch Babysitter und geht mal essen. Aber man muss halt auch wirklich tun und nicht so immer in diesem, oh, ich traue mich nicht zu fragen und nur weil wir mal essen gehen wollen. Jeder wird das verstehen, vor allen Dingen Mütter werden das verstehen oder eure Freunde werden das verstehen, weil die oft genug mitbekommen, wie anstrengend das manchmal ist. Seid da auch ehrlich und erzählt das. Und wenn ihr vielleicht erstmal so Hemmungen habt, dann erzählt auch das. Erzählt, ich würde dich jetzt gerne fragen, ob du dann die Kinder übernimmst. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich dabei schlecht fühle, dich das zu fragen. Weil ich dann vielleicht denke, ich bin keine gute Mutter oder ich bin egoistisch. Ja? Viele sagen ja auch, Zeit für sich nehmen, das ist so egoistisch. Nein, weil wenn wir nicht funktionieren, wenn wir keine Energie haben, wenn wir nicht glücklich sind, dann sind wir strenger mit den Kindern, fahren schneller aus der Haut. Wir sind einfach nicht gelassen und das wirkt sich auf alle aus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir halt auf uns Acht geben und dass wir da Menschen um uns haben, wo wir sagen können, okay, die können wir anrufen und die helfen uns, die unterstützen das dann auch. Wir haben zum Beispiel auch so mit Freunden von uns, die wissen, die können jederzeit anrufen und fragen, ob ich babysitten komme und die ins Kino fahren können. Und andersrum wissen wir das genauso. Und man muss es dann halt aber auch einfach mal nutzen. Also nicht nur diese Arrangements treffen und es dann halt nicht ausnutzen. Man muss dann einfach auch mal anrufen und sagen, hey komm, die Woche würde ich gerne mal ins Kino, kannst du abends vorbeikommen. Also so Babysitter oder Leute, die auf eure Kinder aufpassen können, schaut da echt mal, wer wäre potenziell möglich, wer kann zu welchen Uhrzeiten. Da kann man sich auch eine geile Liste machen. Ne? Das sind die Leute, die auf meine Kinder aufpassen könnten, denen ich das, ne, wo ich da ein gutes Gefühl habe. Und die können zu den und den Zeiten. Und dann kann ich da halt einfach auch gucken. Also ich finde das super wichtig, dass man so Leute um sich schart. Das hat nichts von Egoismus zu tun oder dass man eine schlechte Mutter ist, wenn man die Kinder abgibt. Überhaupt nicht. Es ist auch, also mir erleichtert es das wirklich, dass ich im Hinterkopf weiß, wenn irgendwas ist, da sind Leute. Wenn es mir schlecht geht, ne, wenn wir Mütter krank sind, dann brauchen wir auch irgendwie jemanden, der uns dann hilft mit den Kindern, wenn wir halt einfach nicht können. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass man sich mit der Zeit wirklich so ein kleines Dorf aufbaut, was mit dir zusammen deine Kinder großzieht. Dann sind natürlich die Abende immer etwas, wo wir gut Zeit für uns einbauen können. Ich weiß, viele Mamas sind dann erledigt vom Tag. Das ist aber zum einen, also ich bin es zum Beispiel nicht. Ich habe abends noch viel Energie. Das liegt aber auch daran, dass ich mit meiner Energie halt einfach gut haushalte. Dass ich weiß, wann ich Energietiefs am Tag habe, da dann bewusst Pausen mache und mir neue Energie hole. Mich halt auch damit beschäftigt, ne? Wo kann ich mir denn neue Energie ziehen? Wie komme ich denn an neue Energie? Das geht halt, wie gesagt, durch so Auszeiten. Das geht durch so Praxen wie Meditieren, wie Yoga beispielsweise. Es geht aber auch über Nahrungsmittel zum Beispiel. Und jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Was habe ich denn gerade erzählt? Ach genau, die Abende. dass viele Mamas halt abends so müde sind. Also wie gesagt, man kann schon im Laufe des Tages dem entgegenwirken. Weil dann ist ja wirklich die Abende, das sind ja wirklich die Zeit, die ihr für euch nutzen könnt. In der Elternzeit habe ich die Abende halt genutzt, um mein Business aufzubauen. Wenn euch das näher interessiert, ich habe da einen Podcast letztens so aufgenommen, Produktiver in Elternzeit, den verlinke ich euch mal. Da erzähle ich, wie ich das halt so gemacht habe. Aber wenn ich es halt jetzt sehe, wenn ich tagsüber arbeite, dann habe ich die Abende frei. Und das ist so genial. Das ist was, das hatte ich halt so lange nicht. Und ich war dann auch manchmal so von dieser Freiheit so ein bisschen erschlagen und habe mich dann echt dabei erwischt, wie ich auf dem Sofa saß und durchs Fernsehen gesäppt habe. So ganz schlimm. Also das ist die größte Zeitverschwendung ever zum Beispiel. Deswegen, ich gucke selten dann abends wirklich fern. Aber wenn, dann was Gutes, bewusst, also dann ist es eine Serie, die ich richtig toll finde oder ein Film, den ich schon lange auf meiner Liste habe, den ich unbedingt gucken will oder eine Doku oder sowas. Nicht irgendwie, also so normales Fernsehprogramm läuft bei uns nie, außer abends der Sandmann.
Man kann die Abende aber auch super mit Büchern natürlich nutzen. Man kann halt auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde meditieren. Man kann was schreiben, was malen. Ich mache auch gerne, ich habe solche, ne, Mandalas für Erwachsene da. Da mache ich mir gerne mal tolle Musik an und mal dann da zum Beispiel ein bisschen. Man kann aber auch, wenn der Partner auch zu Hause ist, einfach nochmal raus und nochmal eine Runde spazieren gehen, sich mit Freunden treffen beispielsweise. Also bei uns ist das ja auch so organisiert, vielleicht auch noch ganz interessant. Die Woche hat 7 Tage, 7 Abende und 2 Abende davon verbringen wir mit Manu. Also die sind halt geblockt und da passiert nichts anderes. Und dann an den anderen Abenden, da ist er halt mal beim Fußball, ich bin halt mal beim Zumba. Dann trifft er sich mal mit Freunden zum Spielen und na, so vertut sich das dann. Aber diese 2 Abende wissen wir, okay, da brauchen wir uns nichts anderes vornehmen, die sind geblockt. Da machen wir halt einfach was zusammen und das ist uns auch wichtig, dass wir das so organisiert haben, dass wir uns da in dem doch stressigen Alltag natürlich, wo man wenig Zeit als Paar hat, dann diese 2 Abenden wirklich füreinander Zeit nehmen. Genau, das war erstmal das erste Video darum, wo ich so ein bisschen grob erzählt habe, wie mache ich das. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen kleinen Tipp mitnehmen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon in den Kommentaren schreibt. Vielleicht habt ihr aber auch noch gute Tipps, dann schreibt es auch super gerne in die Kommentare. Oder wenn euch jetzt Fragen aufgekommen sind, wo ihr sagt, okay, zu dem Thema würde ich gerne in diesem Monat noch mehr erfahren, dann versuche ich das in Vlogs oder anderen Videos noch mit einzubauen. Auf jeden Fall wird es in den anderen Videos noch ganz tolle Tipps zum Thema Ordnung halten, Routinen. Ich werde euch noch ein paar Produkte vorstellen, die ich in meinem Alltag so ein bisschen zur Organisation nutze. Ich hoffe, dieses erste Video zum Thema Zeitmanagement hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und Anregungen. Vergisst auch nicht unsere neue Facebook-Gruppe, in der wir uns jetzt zum Beispiel auch über dieses Thema Zeitmanagement austauschen können. Da könnt ihr euch auch gerne, wenn ihr jetzt einen total genialen Kalender habt, könnt ihr den da auch gerne verlinken. Oder wenn ihr auf der Suche nach einem tollen Kalender für 2018 seid, können wir uns auch darüber ein bisschen austauschen und euch halt zeigen, wo wir unsere Kalender zum Beispiel bestellt haben. Das macht sich da immer super gut. Deswegen tretet gerne unserer Facebook-Gruppe bei und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.